Doppelstockschub und dann wird in die freie Technik gewechselt. Wichtig, da gleich vorne dran zu sein, damit man einen möglichen Stockbruch verhindern kann. Da sind sie nervös. Die Ukrainerin ist da schon vorgelaufen und jetzt geht's los. Justieren. Aber im Grunde genommen der Wind zu vernachlässigen, optimale Bedingungen. Also das erste Schießen im Liegendanschlag und der Staffelwettbewerb ist der einzige, in dem nachgeladen werden kann. Also wenn mit den ersten 5 Schuss die Treffer nicht alle das Ziel erreichen, dann kann man maximal 3-mal nachladen. Wenn dann noch Scheiben schwarz bleiben, muss man in die Strafrunde. So wird es unübersichtlich gleich rechts, wenn die Grafik kommt. Wir achten auf Franziska Hildebrand. 4. Grafik von unten. René hat bereits begonnen. 3 Treffer, jetzt Franziska Hildebrand. Fehlerfreies Schießen, schnelles Schießen. Sie hat das umgesetzt, was sie sich vorgenommen hat. Gescheit schießen. Die Russin Glaserina schon 2 Fehler. Und auch Elise Ringen aus Norwegen mit einem Fehler. Die müssen jetzt nachladen und sehen, dass sie die Strafrunde vermeiden können, in die die Slowakin Kuzmina laufen muss. Kristina Palka, 17. im Gesamtweltcup. Ihre stärkste Saison bisher. 9. war sie letzte Woche in Antholz, in Nove Mesto. In der Verfolgung gute Schützin Marie-Laure Brunet. Da sind auch jetzt die Scheiben entfernt, etwas größer, 11,5 cm der Durchmesser. Brunet, Palka, dahinter Witkova und dort oben in der Gruppe Franziska Hildebrand. Fehler bei Marie-Laure Brunet jetzt. Zweiter kommt dazu. Witkova, der letzte geht daneben. Franziska Hildebrand beginnt mit einem Fehler. Die Weißrussin Skardino ist fertig. Auch Brunet, auch Palka. Franziska Hildebrand braucht einen Nachlader. Und trifft. Elise Ringen mit Problemen. Muss jetzt treffen, um nicht in die Strafrunde zu müssen. Und sie muss in die Strafrunde. Norwegen fällt zurück. Hildebrand auf Platz 8. 14 Sekunden jetzt hinter Skardino, der Weißrussin aus der Mannschaft von Klaus Siebert, den wir ja gerade noch gesehen hatten im Gespräch mit Gerald Hönig, dem deutschen Trainer. Kopf untertauchen, dann werden einem alle Sünden verziehen. Und so musste er gemeinsam mit den anderen Trainern hier im eigentlich zugefrorenen Antholzer See ein kleines Loch schlagen. Und dann sind sie dort zu 5 reingesprungen. Pavel Rostovtsev, Wolfgang Pichler und die anderen Trainer hier. Der Fehler von Marie-Laure Brunet rechts unten. Das hat ihm sicherlich weiteren Respekt ein. Und jetzt attackiert Anna-Maria Nilsson. Die Schweden haben übrigens ähnlich aufgestellt wie die Deutschen. Nilsson wird gleich abgeben an Helena Ekholm. Also da läuft auch die Stärkste auf der 2. Das ist bei den Schweden eigentlich auch schon immer eine Taktik gewesen, zu sagen, wir stellen die Starken vorne hin und wollen erst einmal diese Staffel in Schwung bringen. Wir wollen nicht zu viel abreißen lassen, denn dann machen die anderen Staffeln, die vorne liegen, möglicherweise zu wenig Fehler. Und man kann von Magdalena Neuner eben auch nicht immer als Schlussläuferin erwarten, dass sie dort Wunderdinge vollbringt. Nun soll sie das Wunderding vollbringen, die deutsche Staffel in Führung zu bringen. Das sicherlich auf der 2. Runde ihre größte Konkurrentin Helena Ekholm aus Schweden.
die den Vorteil haben wird mit vermutlich so etwa 30 Sekunden Vorsprung auf Magdalena Neuner auf diese Strecke zu gehen. Nilsson, 5 Sekunden Rückstand nach dem Schießen hat sie verwandelt in einen kleinen Vorsprung. Gute Schlussrunde von Nilsson. Und jetzt dort in der Wechselzone muss es einen kurzen, aber deutlichen Körperkontakt geben. Und dann geht es los für die zweite Gruppe. Helene Ekholm also geht als erste vor Nowakowska aus Schweden und Gabriela Sokolova aus Tschechien. Wo bleibt Franziska Hildebrand? Dort also macht sie jetzt Magdalena Neuner bereit. Und allein dieses kurze Austreten von ihr in die Wechselzone lässt den Jubelsturm hier anschwellen der hauptsächlich deutschen Zuschauer. Und dort hinten kommt Hildebrand, wirkt aber müde. Neuner winkt ihr zu. Also vielleicht hat sich Franziska Hildebrand jetzt dann doch auf der ersten Runde etwas übernommen. 48, 46 Sekunden ist der Rückstand. Das ist dann doch wieder fast so viel geworden wie scheinbar grenzenlos. Von Rückschlägen lässt sie sich nicht unterkriegen, sondern sie kommt immer wieder gestärkt zurück. Jetzt aber ist die Aufgabe natürlich wieder einmal schwer für sie, dort hinten bereits Magdalena Neuner zu sehen. Attackiert jetzt hier nochmal auf diesem letzten kleinen Anstieg vor dem Hubersprung. Ach, da Magdalena Neuner mit beeindruckenden Quoten in dieser Saison. Aber Stefan Eklund, der Trainer der Schweden, der wird nun erst einmal schauen, was Helena Ekholm zustande bringt. Die schwedische Staffel war 11. und 7. bisher in dieser Saison. Der erste Schuss von Helena Ekholm geht daneben. Jetzt nimmt oben Magdalena Neuner Platz. Sehen Sie es jetzt unten? Helena Ekholm lädt nach. Ruckzuck geht das zurück in den Anschlag. Und mit dem Nachlader trifft sie und geht hier als Erste zurück. Neuner. Da hat sie den Anschlag schon aufgelöst, dachte der Nachlader. Hat den Weg ins Ziel gefunden. Jetzt reagiert sie auch sogar, dreht ein wenig bei links vor diesem Schuss und der geht daneben. Geht sie wieder nach vorne zurück, wenn ich es richtig gesehen habe. Und muss in die Strafrunde. Ja, verzweifelter Blick, das lief eigentlich ganz gut. Der eine Fehler wäre zu verschmerzen gewesen. Dann lädt sie nach, schießt und geht fast schon wieder hoch. Und da hat sie den Rhythmus verloren. Jetzt muss sie in die Strafrunde und dann geht die Aufholjagd wieder von vorne los. Und jetzt geht es Richtung Stehenschießen für die zweite Runde. Helena Ekholm wird wieder auf Schießbahn 1. Stehenschießen verhält man sich ja etwas anders. Man visiert das Ziel nicht unbedingt an, sondern versucht aus der Bewegung zu schießen. Wenn es durch den Diopter, beim Blick in den Diopter schwarz wird, dann gilt es abzudrücken. Synchron jetzt also. Ekholm gegen Sokolova. Beide einen Fehler geschossen. Ekholm aber mit dem schnelleren Schießtempo. Sokolova der zweite Fehler. Nowakowska beginnt mit einem Fehler.
Ekholm ist weg und die Tschechin kämpft jetzt gegen die Strafrunde. Jeder Fehler, den sie jetzt schießt, bedeutet 150 Extrameter. Das Gleiche blüht jetzt Nowakowska, der Polin. Da hat auch schon drei gelbe Pünktchen, sind da auch schon aufgeleuchtet. Und auch Sophie Boyi. Die Polin muss mindestens einmal in die Strafrunde. Die Tschechin kann es gerade so vermeiden, aber die Uhr tickt für Helena Ekholm, für Schweden. Boyi jetzt, der letzte Schuss, er muss sitzen. Und da ist Neuner. Hat die Anzeige nicht alles angezeigt, sie hat zweimal daneben geschossen, wenn ich es aus dem Fenster richtig sehe. Wird den Abstand zu Helena Ekholm jetzt auf der Schlussrunde möglicherweise wieder ein wenig drücken können. Zumindest unter eine Minute und es ist ja erst das halbe Rennen vorbei. 1:04 sind es jetzt. Mal sehen, was da noch geht. Bringt sie die deutsche Staffel hier wieder zurück in die absolute Verfolgergruppe. Und die führenden Schwedinnen haben sicherlich mit Jenny Jonsson jetzt eine sehr starke Schützin. Aber eine, die auf der Strecke nicht unbedingt die schnellste ist. Dort rechts Miriam Gössner mit den gelben Waden im schwarzen Laufanzug gut zu erkennen. Schweden also übergibt an eins. Und da Miriam Gössner überprüft noch einmal. Schießriemen sitzt. Wird benötigt, um das Gewehr zu stabilisieren im Liegenanschlag. Ja, und da kommt Magdalena Neuner. Sie ist vorbei an der gesamten Gruppe. Eine Demonstration ihrer Laufstärke. Wieder einmal heute hier in Antholz. Hätte, wenn und aber, zählt natürlich alles nicht. Alles nur Gelaber. Sie hat die Strafrunde gelaufen und trotzdem nur 30 Sekunden Rückstand von der deutschen Staffel auf Schweden. Unfassbar, was sie dort auf der Strecke angeboten hat. Zuletzt gut geschossen beim Verfolgungsrennen Nove Mesto, nur einmal daneben geschossen bei vier Schießeinlagen. Das war so etwas wie der Durchbruch. Ob sie das stabil und verlässlich anbieten kann, das muss man sehen. 9,9 Sekunden, jetzt ist Miriam Gössner nur noch dahinter. Also sie führt dieses große Verfolgungsfeld heran an Jenny Jonsson aus Schweden. Miriam Gössner zu zeigen, hey, wir tun was, wir versuchen was. Arbeiten an deinem Schießen. Sie ist den Trainern sehr dankbar für jede Unterstützung. Liegendanschlag. Jonsson. Bescon. Semerenko. Gössner. Gössner beginnt mit einem Fehler. Jenny Jonsson bestätigt das, was sie kann. Sie kann schießen. Muss jetzt sehen, dass sie ein möglichst großes Polster zwischen sich und die Verfolger legt, die alle Fehler geschossen haben. Gössner jetzt den zweiten. Zaitseva ist fertig mit einem Nachlader. Die Tschechin, Dimitrova, Tomasova ist fertig. Und Miri. Semerenko ist raus. Aber auch Gössner. Auch Gössner. Und auch Anaïs Bescon, die Französin. Also der Rückstand ist wieder etwas gewachsen. Aber mit zwei Nachladern ist das alles voll im Soll. Und dass sie auf der Strecke etwas gut machen kann, das hat sie eben gezeigt. 30 Sekunden sind es jetzt wieder. Also exakt der Abstand, den sie beim... Sie selbst sagt, na, ich war nicht ganz konzentriert im Anschlag, habe dann leicht korrigiert. Vielleicht will der Trainer sie da auch ein wenig in Schutz nehmen. Aber das war natürlich die große Ausnahme, dieser 48. Platz im Sprint von Olga Saitseva. Drei Saisonsieger hat die Russin schon eingefahren, stand sechsmal auf dem Podium, also die gehört zu den Besten
Bescon zeigt sich gut in Form. Die war ja direkt hinter Miri Gössner herausgegangen und legt jetzt hier nochmal eine Schippe drauf. Dahinter Valentina Semerenko und Miriam Gössner jetzt auch schon vorbei an Jenny Jonsson. Vorhin, als wir Wolfgang Pichler kurz gesehen haben. Jetzt also das sechste Schießen. Olga Saitseva macht sich bereit. Aber die anderen sind nur wenige Sekunden hinter ihr. Hoppla! War die Matte wohl etwas stumpfer, als sie das erwartet hätte. Zwei Nachlader braucht Olga Saitseva. Miriam Gössner beginnt mit einem Fehler. Wartet jetzt mit dem zweiten Schuss. Saitseva kämpft noch gegen die Strafrunde. Saitseva muss in die Strafrunde. Bescon geht in Führung. Was macht Miri Gössner? Sie trifft mit einem Nachlader. Macht sich jetzt auf die Verfolgung von Anaïs Bescon. Und auch Jenny Jonsson ist mit einem Nachlader davongekommen. Aber das wissen wir, sie wird auf der Strecke nicht mithalten können. Also Frankreich jetzt in Führung. Und dahinter kommt schon Miriam Gössner. 6,7 Sekunden nur dahinter. Dann Jenny Jonsson, die wird verlieren. Aber kann Miriam Gössner möglicherweise heranlaufen auf Anaïs Bescon? Ich glaube schon. Was für ein Verlauf dieser Staffel, was für eine Dramatik, trotz der Strafrunde von Magdalena Neuner. Und die hören wir jetzt. Magdalena Neuner ist bei Wilfried Haag. Beiden Führenden, Anaïs Bescon und dahinter Miriam Gössner. Und es sind nur noch 3,9 Sekunden. Das Rennen beginnt gleich wieder von vorne. Wenn für Frankreich Marie-Dorin Aber und für Deutschland dann Tina Bachmann auf die Strecke gehen. Saitseva 23,8 Sekunden zurück. Hat verloren auf die beiden vorne. Heute hat sie ihr zumindest einen Teil zurückgegeben. Auch wenn man sagen muss, dass Magdalena Neuner ja trotz der Strafrunde ein überragendes Rennen abgeliefert hat. 5,1 Sekunden. Also Bescon konnte dann auf diesem zweiten Teil etwas wieder zulegen. Möglicherweise haben die Franzosen einen etwas besseren Ski. Das ist ja eine lange Abfahrt dorthin. Und auch auf der Runde zuvor konnte Bescon ja genau hier an Miriam Gössner vorbeigehen. Aber das ist Spekulation. Olga Saitseva jetzt 25 Sekunden dahinter. Sind die beiden zusammen spazieren gewesen, haben sich ausgetauscht über einen möglichen Staffelverlauf. Und jetzt also schickt Miriam Gössner Tina Bachmann auf die letzte Runde mit einem kleinen Rückstand von 4,5 Sekunden auf die Französin Marie-Dorin Aber. Olga Saitseva übergibt an Olga Viluchina. Die war Magdalena Neuner und sie gewann. Das hat sie als positives Omen mit in dieses Rennen genommen. Auch wenn natürlich eine deutsche Jugendmeisterschaft nicht zu vergleichen ist mit einem Weltcuprennen. Aber wenn die Gegnerin Magdalena Neuner heißt, dann vielleicht zumindest ein wenig. 6,9 Sekunden der Abstand auf Dorin Aber etwas größer geworden. Nach der aktuellen Form und auch nach dem Verlauf der Weltmeisterschaften bis dahin. Denn das Staffelrennen findet ja erst am Ende der WM statt, am zweiten Wochenende dann in Ruhpolding. Wie gesagt, heute genau in 7 Wochen.
Na, Bachmann jetzt hier auf der Abfahrt ein bisschen näher rangekommen. Und da der Austausch von Franziska Hildebrand und Magdalena Neuner. Und Marie Dorin-Aber, 11. im Gesamtweltcup, 25 Jahre alt, aus Laval, geboren in Lyon. Und dahinter Tina Bachmann aus Schmiedeberg, 19. im Gesamtweltcup, ebenfalls 25 Jahre alt, einen Monat jünger als Marie Dorin-Aber. Dorin-Aber tadellos, aber auch Tina Bachmann ohne einen einzigen Nachlader bleibt ja auf den Fersen. Was machen Viluchina und Domracheva? Im Hintergrund Olena Pidruschna aus der Ukraine. Viluchina muss einmal nachladen, jetzt beginnt Domracheva. Und Bachmann ist dran, 1,3 Sekunden, sie ist an den Skienden von Dorin-Aber. Domracheva ganz schräg, nach rechts geneigt das Gewehr. Nicht schulmäßig unbedingt der Anschlag, aber wenn es denn Erfolg hat, bitte. Mit einem Nachlader trifft sie, Viluchina 25 Sekunden hinter den beiden Führenden. Also das bleibt alles in etwa so, wie es nach dem Wechsel auch aussah. Tora Berger ist da, vorne mit der Nummer 1, die Norwegerin. Schießt jetzt auch gleich einen Fehler, wie Anna-Karin Strömstedt dahinter. Domracheva 41 Sekunden hinter der Spitze, Pidruschna 45 Sekunden. Berger kommt mit einem Nachlader durch. Die Frage, ob sie denn das nervlich hinkriegt, sagt sie: Natürlich, ich renne mein Rennen, ich kann das ausblenden. Der Bundespräsident würde wahrscheinlich sagen, wem es in der Küche zu heiß wird, der darf nicht Koch werden. Mit dieser Einstellung wird Tina Bachmann jetzt hier zum letzten Schießen Stellung nehmen. Ich bin gespannt. 8.500 hier im Stadion. Werden sie gleich mit einem frenetischen Beifall begrüßen, wenn sie unter der Brücke hier hinaufläuft ins Stadion. Dort kommt Domracheva. Also die läuft jetzt unter die Brücke, aus der Tina Bachmann und Marie Dorin-Aber bereits aufgetaucht sind. Und jetzt hier in Richtung der Scheiben angelaufen kommen. Jean-Paul Jacquinot und Gerald Hönig wünschen sich gegenseitig Glück. Die Entscheidung in diesem Staffelrennen in Antold steht kurz bevor. Deutschland gegen Frankreich, Bachmann gegen Dorin-Aber. 5 Schuss, 3 Nachlader, so ist die Situation. Und Daria Domracheva im Nacken. Nein, Tina Bachmann muss neu aufbauen. Dachte möglicherweise, es hätte sich eine Patronenhülse verklemmt. Dorin-Aber hat inzwischen fehlerfrei geschossen und Bachmann schießt den zweiten Fehler. Den dritten. Da stimmt doch was nicht. Ist hier doch eine Patrone rausgeflutscht, die sie jetzt aufheben muss. Oder nimmt sie dann doch die Patrone vom Schaft, die Reservepatrone, die sie dort oben angebaut hat. Den Neuner ja hinten, ja. Jetzt ist Viluchina weg. Die Russin. Und Domracheva ebenfalls. Ja, Tina Bachmann, da gab es ein Problem bereits nach dem ersten Fehler. Und jetzt ist sie völlig von der Rolle. Ähnlich wie Magdalena Neuner in Oberhof Anfang Januar, als sie beim letzten Schießen in Führung liegend ankam, 4 Strafrunden lief. Kämpft jetzt Tina Bachmann gegen die Strafrunde. Wenigstens die kann sie vielleicht vermeiden. Olena Pidruschna ist ebenfalls weg, geht jetzt als Vierte raus. Oben schießt schon Berger.
Nein, sie muss auch noch in die Strafrunde. Berger kommt fehlerfrei durch. Und ja, und sie kann es entspannt angehen. Sie hat ein Polster, das groß genug sein sollte. 34 Sekunden war das Polster auf Daria Domracheva. Naja, entspannt vielleicht dann doch nicht ganz. Da kommt die nämlich schon angeflogen. Also wenn die hier wirklich diese 34 Sekunden auf Marie-Dore Aber wegmachen sollte, dann wäre das ja wirklich ein kleines Wunder von Daria Domracheva, wie Luchina, Dritte. Scheint sie doch schnappen zu können. Luchina dahinter. Die wird Dritte. Dahinter kommt dann Tora Berger mit Abstand. Und dann Pidruschna, die Ukrainerin. Aber was passiert vorne? Reicht Marie-Dore Aber dieser Vorsprung oder reicht er ihr nicht? Die letzte lange Abfahrt jetzt. Dann gibt es noch den kleinen Anstieg an der Huberalm vorbei. Dann unter der Brücke durch, einmal rund ums Stadion. Dort fängt sie an zu arbeiten, an der Kurve. Das ist er jetzt, dieser letzte kleine Anstieg. Und Domracheva kommt näher und näher. Noch 400 Meter. Fünf Sekunden. Jetzt geht es hinunter, dort die Straße, zurück ins Stadion. Dort oben sehen Sie das Zelt, dort noch einmal herum um die Strafrunde. Es sind vielleicht dort oben links, sehen Sie es, noch 20 Meter, die beiden trennen. Daria Domracheva, sie hat dieses Riesenziel vor Augen. Marie-Dore Aber, sie muss beißen, sie muss kneifen. Jetzt sind es noch vielleicht 10, 15 Meter zwischen den beiden. Aber Aber kann noch einmal zulegen. Jetzt ist der Abstand zwischen den beiden wieder etwas größer geworden. Klaus Siebert. Nein, jetzt steht sie dort wiederum fast in der Ecke. Ist sie in eine Schneewehe gelaufen, Aber. Aber es reicht, es reicht. Vive la France, die französische Staffel gewinnt. Das dritte Staffelrennen der Saison. Die Generalprobe für die Weltmeisterschaften. Und Daria Domracheva mit einer fantastischen Leistung bringt sie hier die Staffel der weißrussischen Mannschaft noch auf Position 2. Klaus Siebert, er hat eine Überläuferin, aber er hat auch ein gutes Team mit Skardino, mit Kalinschik, mit der starken Läuferin Dubarezeva. Russland kommt auf Platz 3 trotz einer Strafrunde und 11 Nachladern. Und am Ende Tora Berger mit Norwegen auf dem 4. Platz. Zum ersten Mal in dieser Saison nicht auf dem Podium in einem Staffelrennen. Norwegen mit 2 Strafrunden, dennoch auf Platz 4. Und die Staffel der Ukraine auf Platz 5. Jetzt kommt Tina Bachmann, also nach Platz 6 beim ersten Staffelrennen in Hochfilzen, nach Platz 4 beim zweiten Staffelrennen in Oberhof. Heute die deutsche Staffel also wieder auf Platz 6. Sie gehen nicht als Favoriten in das WM-Staffelrennen in Ruhpolding, das ist klar. Aber möglicherweise kommen sie aus dieser Rolle gestärkt zurück, um dann bei der Heim-WM aufzutrumpfen. Und es gibt ja immer noch eine Andrea Henkel in der Hinterhand, die diese Mannschaft natürlich auf jeden Fall verstärken kann. Das die strahlenden Siegerinnen Marie-Dore Aber. Frankreich also nach Platz 2 und Platz 3, diesmal auf Platz 1. Eine starke Mannschaft. Daria Domracheva konnte das kleine Wunder nicht vollbringen.